Hallo, in unserem heutigen Film soll es um das Thema gehen, ob russische Frauen hübscher sind als deutsche. Ich bin da natürlich total neutral. Eine größere Schönheit liegt natürlich nicht am Outfit, das bei Russinnen im Allgemeinen etwas femininer ist als beim einheimischen deutschen Durchschnitt. Echte Schönheit kommt von innen. Die Online-Zeitung Russia Beyond the Headlines hat zum Thema die Chefärztin am Institut für Ästhetische Medizin Moskau befragt und sie sagt, vom rein medizinischen Standpunkt, dass Russinnen eine straffere Haut haben und ein besser entwickeltes subkutanes Fettgewebe als mitteleuropäische oder asiatische Frauen. Auf gut Deutsch gesagt, sie bekommen später Falten. Außerdem ist es laut dem Artikel der Vorteil der Russinnen, dass ihr Genpool größer ist und dass ihnen die Körperpflege im Schnitt sehr wichtig ist. Wir dachten uns, zu diesem Thema sollten wir doch eine richtige Expertin befragen und so haben wir die interkulturelle Trainerin Daria Bolpalewskaja gefragt, die ein sehr erfolgreiches Buch zu russischen Frauen geschrieben hat, ob die Russinnen ihrer Meinung nach wirklich hübscher sind. Also, dass es sehr viele attraktive Frauen in Russland gibt, ist einfach eine Tatsache, das fällt auf. Versucht man aber, dieses Phänomen wissenschaftlich oder statistisch irgendwie zu erklären, wird sofort kritisch. Denn wie will man dann überhaupt die Schönheit nachweisen oder beweisen? Also versuchen die einen Argumente zu finden dafür irgendwie in der Geschichte oder in einem besonderen Klima von Russland. Und die anderen versuchen diese Argumente mit Scheinargumenten zu entlarven, zu entkräftigen, denn sie sagen, nein, alle Russen schminken sich nicht nur stark oder spritzen sich voll mit Botox. Also bleibt die Schönheit der russischen Frauen immer ein Streitthema wahrscheinlich. Wer jetzt meint, das sind ja alles nur russische Patriotinnen, irrt. Denn auch die deutsche Zeitung Die Welt, die sonst für Russland eher selten gute Worte hat, schreibt in einem Artikel, dass russische Frauen im Gegensatz zu Deutschen keine Hemmungen haben, weiblich zu sein. Russinnen seien attraktiv, weil sie den lockeren Vamp spielen, ohne jedoch offen zu etwas aufzufordern. Das mache ihren Reiz aus, während sich deutsche Frauen eher dievenhaft hofieren lassen. Da bleibt ja eigentlich nur noch eine Frage offen, wo es dann wieder innerhalb von Russland die hübschesten Frauen gibt, also die hübschesten Frauen überhaupt. Da weist die Landeskundeseite in Russland Net Rat. Nach einem traditionellen Mythos, der von einer bekannten Filmszene komme, seien diese aus Samara. Moment mal, Samara? So ein Blödsinn, das weiß doch jeder, dass die...